أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liebe Geschwister in Islam und auch liebe Gäste, die noch keine Muslime sind, das Thema, worüber ich heute mit euch machen möchte, sind drei Themen. Über jedes Thema, ich wollte eine so kleine auch Pause machen und auch euch das Wort geben. Das erste Thema ist Miftahul Khair wa Shar. Das heißt, Schlüssel der guten Dinge und Schlüssel für die bösen Dinge will ich sprechen, wie der Islam das erklärt hat. Das heißt, es gibt Dinge, die sind gut, aber wie kann ich die erreichen? Was sind die Gründe oder die Mittel dafür, dass ich das erreichen kann? Zum Beispiel, schauen wir mal die Schlüssel des Guten. Sagt man Schlüssel des Guten, ist richtig, oder? Ja, Schlüssel der Guten oder des Guten. Das heißt, was ist das Schlüssel des Gebets? Ich frage den Brüdern, die immer beten. Wer weiß das? Amin. Schlüssel des Gebets. Miftahu Salah. Ma huwa al-miftahu Salah. Das heißt, jede Sache hat eine Tür. Nur mit dieser Schlüssel kannst du das eröffnen. Das heißt, Miftahu Salah, Schlüssel des Gebets, ist was? Ist die Reinheit. Und ein Muslim muss rein sein von drei Dingen. Er muss sein Herz bereinigen vor der Beigesellung und von falsch Gott glauben. Und er muss sich reinen von den Sünden, alles was verwerflich und schändlich ist. Und das dritte ist, er muss sich bereinigen äußerlich mit Wasser. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn der Diener vollständig rein ist, ohne Beigesellen, ohne Sünde und äußerlich auch sein Haut, Körper, Kleidung, Gebetsplatz ist rein, das heißt, gibt es keine Spuren von Kot, keine Spuren von Urin, keinen Ort, wo Tiere sind, wo wie Schweinefleisch oder Hund ist oder Götzen nicht vorhanden ist, dann ist er vollständig rein. Und wenn er dann, Allahu Akbar sagt, in den Gebet eingetreten ist, dann hat er mit dieser Reinheit das Gebet eröffnet. Ansonsten, er ist außerhalb des Gebets geblieben, weil er ist Muschrik, weil er hat Allah beigesellt, er hat noch mehr Gottglaube, Polytheismus, oder er hat Sünden, große Sünden, mit denen es nicht erlaubt wird, dass er in den Gebet eintretet, oder sein Haut, Körper, Gebetsplatz ist unrein. Dann Schlüssel des Hajj, Pilgerfahrt. Was ist der Schlüssel? Das ist eine gute Sache. Gebet ist gewaltig, Hajj ist gewaltig. Wie kann ich das Hajj eröffnen, bitteschön. Also das ist die Reinigung der Sünden. Das, der Schlüssel ist der Ihram. Das heißt, dieser Eintritt in die verbotenen Dinge, was normalerweise erlaubt war während der Pilgerfahrt, ist was? Ist eine Reinigung. Und somit ist man in Ihram reingekommen. Das heißt, wer den Ihram verpasst hat, der hat auch keinen Hajj gemacht. Deswegen, er muss den Ihram-Eintritt richtig tun. Dann Schlüssel des Gerechtigkeit. Was ist der Schlüssel der Gerechtigkeit? Und das ist alles gute Sache. Wer möchte nicht gerecht behandelt werden? Der Schlüssel der Islam sagt, der Schlüssel der Gerechtigkeit ist was? Wer weiß das? Wer antwortet? Ilyas Abdulhaq ist Ehrlichkeit. Gerechtigkeit kann nur funktionieren, wenn alle ehrlich sind. Wenn einer lügt, dann können wir nicht die Gerechtigkeit ausführen. Deswegen in Islam, die Lüge zählt zu Eigenschaften, was kein Muslim besitzt. Wenn ein Muslim lügt, dann ist er ein Heuchler, denn ein Muslim lügt nicht. Auch wenn es gegen ihn ist, auch wenn es für seine Interessen widerspricht, er lügt niemals. Warum? Weil du hast bezeugt Allah und du redest mit Gottes Erlaubnis und mit Gottes Wille. Deswegen darf ein Muslim niemals lügen. Wenn er das tut, dann er hat Eigenschaften von einem Heuchler. Und ein Heuchler kriegt die höchste Strafe am jüngsten Tag. Das heißt, sind die Schlimmsten, die in der Höllenfeuer verbrennen werden. Was ist der Schlüssel des Erfolges? Schlüssel des Erfolges, liebe Geschwister, wer weiß das? Was kann das sein? Wie kann jemand, was ist unser größter Erfolg im Jenseits? Wenn dir gefragt wird, was ist deine größte Erfolg im Jenseits? Was würdest du antworten? Das Paradies. Sehr schön. Wie kann ich das Paradies erreichen ab heute? Ein Werden.
Ein anderes Wort, noch allgemeiner Wort. Abdelhak, Ibrahim. Ganz einfach, Geduld. Willst du Erfolg haben, musst du Geduld sein auf das, was Allah dir vorgeschrieben hat. Du hattest Geduld in der Schule und hast die Anweisungen gemacht, deine Hausaufgaben, die Prüfungen teilgenommen, gelernt und du hast geschafft, die nächste Stufe. Und genauso erfolgreich zu sein im Diesseits und Jenseits, kann man nur tun mit Geduld. Das heißt, Geduld heißt ausführen das, was dir vorgeschrieben ist. Und der größte Erfolg ist, dass du kommst in Allahs Barmherzigkeit, in Gottes Barmherzigkeit, befreit von der ewigen Qual und Hölle. Schaut, die Menschen arbeiten für 10 Jahre, damit er nach seiner Pension, nach seiner Rente ein gutes Leben hat, für eine Wohnung, für einen Urlaub, für ein Einkommen nach der Rente. Und Allah gibt ihm Ewigkeitsleben in Glückseligkeit, wo er wird nie wieder Schmerz, Trauer, Kummer, Furcht haben. Deswegen der größte Erfolg ist, in Allahs Barmherzigkeit hineinzukommen. Und das kann er nur erreichen mit Geduld, indem er mit voller Geduld das ausführt, was Allah ihm vorgeschrieben hat und fernbleibt von den Verboten, das Allah Azza wa Jalla ihm geschrieben hat. Dann wieder Schlüssel des Vermehrens. Das heißt, ich will meinen Besitz vermehren, ich will meine Taten vermehren. Wie kann man seinen Angelegenheiten, Isa, andere, wie kann man das vermehren? Durch was? La'in shakartum. Allah sagt, la'zidannakum. Das heißt, az-ziyade. Wie kann mehr werden? Durch was? Durch Dankbarkeit, mashallah. Durch die Dankbarkeit. Das heißt, der Diener ist dankbar. Wenn dir gefragt wird, wie war dein Name? Christoph. Wer hat dir dieses Leben gegeben? Wie bitte? Gott hat er gesagt. Mit Wissen sagst du oder ratest du jetzt? Mit Überzeugung sagst du das? Oder ist das nur so spontan, weil du sitzt in einer islamischen Gemeinde in der Moschee? Nee, ich würde sagen Gott, ich bin ja katholisch und das ist halt so. Das heißt, und Marc, was sagst du? Auch Gott. Das heißt, ihr seid beide überzeugt, dass dieses Leben hat euch wer gegeben? Gott. Stimmt's? Stimmt das, Brüder? Ja. Stimmt. Das heißt, wer hat euch diese anderen Gunsten gegeben? Sauerstoff, Verpflegung, Versorgung, Unterkunft, Geld, Familie. Wer hat diese Gaben gegeben, wenn dir gefragt wird? Wer hat dir diese Sehlicht gegeben, diese Hörlicht gegeben, diesen Verstand gegeben? Marc, wer hat dir das gegeben alles? Jetzt fragt euch selber. Gibst du diese Gaben, die der Gott dir gegeben hat, auch in seiner Zufriedenheit aus oder in seiner Unzufriedenheit aus? Das heißt, wenn du jemanden einstellen würdest, du stellst jemanden ein in deinem Betrieb, du zahlst ihm das Gehalt, Monatsgehalt, du gibst ihm ständig sein Essen, Trinken, seine Krankenkasse, seine Steuern und er kommt jeden Morgen nicht zum Betrieb, sondern geht zu einem Nachbarfirma und arbeitet bei der Konkurrenz. Was würdest du ihm sagen zu diesem Mitarbeiter, der bei dir eingestellt ist, Marc? Du würdest sagen, du bist undankbar. Du bist undankbar. Ich zahle deine Gehalt, ich gebe dir dein Essen, ich gebe dir deine Krankenkasse, ich zahle die Steuern und du arbeitest für jemanden anderen. Dafür musst du bestraft werden. Fristlose Kündigung. Und Allahs Bestrafung ist, er sagt, ich habe dir all diese Gaben gegeben und wenn du diese Sehnsucht in meiner Unzufriedenheit ausgibst und wenn du dieses Gehör in meiner Unzufriedenheit ausgibst, das Besitz, was ich dir gegeben habe, in einer anderen Sache ausgibst, was ich dir nicht erlaubt habe, noch dazu beigesellt hast, dann bist du ein Diener, was? Undankbar. Und das ist sehr gefährlich. Allah, der Gott, bestraft wem? Die Undankbaren und die Ungläubigen. Ungläubige bedeutet, er will nicht Allahs Existenz und seine Gesetze und Gebote, alaikum salam, nicht erkennen. Und der zweite, den Allah bestraft, sind wer? Die Undankbaren. Undankbar ist jeder, der die Gaben Allahs, Gottes, nicht anerkennt und sie ausgibt in Dinge, was Gott nicht zufrieden ist. Habt ihr verstanden? Deswegen willst du mehr Gaben haben, was sollst du sein?
dankbar. Was heißt dankbar hier? Ja, Gott nicht zu sündigen, ihm zu gehorchen. Und er will einfache Dinge, leichte Dinge, was jeder Mensch machen kann. Und somit wird ihm mehr kommen, das heißt mehr Ruhe, mehr Zufriedenheit, mehr Sicherheit, mehr, dass er lebt mit Weisheit und dass er mehr in der Barmherzigkeit Gottes ist. Und wenn du undankbar bist, dann werden die Ängste, die Unsicherheit, die Furcht, die Unzufriedenheit, die Unweisheit, das heißt die Dummheit, wird immer mehr sein. Und dann kommt dieser Zusammenbruch, Depressionen und das ewige Höllenfeuer. Wal-iyadu billah. Gehen wir weiter. Schlüssel des Guten. Was ist die Schlüssel der Rettung? Was meint ihr? Das heißt, wer wird am jüngsten Tag von den Gläubigen gerettet, die was besitzen? Taten. Ein anderes Wort, allgemeines Wort für die Taten ist was? Iman. Neben Iman. Sowieso, wer kein Iman hat, ihm nützt gar nichts. Taqwa. Das heißt, dass man sagt, ich bin gerettet am jüngsten Tag, braucht er was? Er braucht die Taqwa. Und Taqwa ist Gottesfurcht. Taqwa bedeutet Gottesfurcht. Was bedeutet Gottesfurcht? Ist ein Hindernis zwischen dir und Allahs Strafe. Du hast so viele Taten gemacht, gute Taten gemacht, im Diesseits, dass Allah zwischen dir und dem Höllenfeuer ein Hindernis baut. Und dass der Höllenfeuer dich nicht einschließen kann, sondern du bleibst hinter deinem Furcht, was du zu Allah Azza wa Jalla hattest, und somit bist du gerettet. Das heißt, die Rettung ist, wo? In der Gottesfürchtigkeit. Deswegen, egal ob du alleine bist oder in der Gesellschaft bist, ob du mit Familie bist oder mit Geschwistern bist oder mit Nichtmuslimen bist, du bist immer gottesfürchtig. Das heißt, du achtest immer, Allah zufriedenzustellen. Du achtest immer darauf, dass Allah Azza wa Jalla seine Zufriedenheit, Barmherzigkeit zu bekommen, und dass es dann Taten, das Nutzen bringt. Das heißt, jeder ist dann mit dir zufrieden. Warum? Weil du denkst nicht böse, du handelst nicht böse, du handelst nicht schlecht, sondern du absichtigst nur Gutes, denn Allah hat dir das alles Schandtaten und Verwerfliches dir verboten. Du darfst niemandem weder mit deiner Zunge noch mit deinem Hand Böses tun. Und was du für dich selber wünschst, sollst du auch den anderen das wünschen. Das andere, Schlüssel des Erfolges. Was ist der Schlüssel des Erfolges? Was heißt Freude und Angst? Was heißt, das heißt, deine Taten ändern sich nicht, egal in welcher Zustand du lebst. Das heißt, du bist immer gleich geblieben. Deswegen sagt alayhi salatu wassalam, der Diener ist derjenige, der seine Taten ständig macht, auch wenn es wenig ist. Auch wenn es wenig ist, das heißt, du hast Taten, egal in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten, in ängstlichen Zeiten oder in freundlichen Zeiten, du hast gute Werke. Wenn du das hast, dann hast du Erfolg erreicht und du wirst was haben, somit den Schlüssel in dieser Sache erreicht. Und du willst Antwort haben. Wie kannst du Antwort bekommen von Gott? Wie antwortet Gott? Wann antwortet er dir? Wie war dein Name, Bruder? Yahya. Wann antwortet dir Gott? Was ist der Schlüssel? Ich brauche den Schlüssel, damit Gott mir antwortet. Sehr schön. Guck, bei Bittrufen. Was ist der Schlüssel? Das kommt Antwort. Das heißt, wenn du ihn nicht rufst, wird Antwort kommen? Wird kommen, aber nicht gute Antwort dann. Ist die Strafantwort. Antwort kommt sowieso. Aber wir meinen, bei guten, im positiven Sinne, kommt Antwort. Und die Antwort ist, indem du den Mittel ist, wenn du ihn rufst. Und wenn du ihn richtig rufst, wenn du ihn richtig wählst, wie Telefonnummer. Wenn heute, es gibt Leute, der sagt, ich glaube auch an Gott, ich bin aber andere Religion, nicht Muslim, aber für mich ist Gott zu weit, er hört mich nicht. Ich sage, die Nummer ist falsch. Wie du deinen Freund anrufst, musst du eine richtige Nummer haben. Und eine Telefonnummer besteht aus mehreren Ziffern. Und wenn ein Ziffer falsch ist, kannst du dann deinen Bruder erreichen, deine Mutter anrufen, deinen Freund, kannst du nicht. Und genauso Allah hat eine Ziffer. Und diese Ziffer musst du wählen. Wie ist die Ziffer? La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Wenn du diese Ziffer gewählt hast,
dann, und du rufst ihn, wird er antworten, dann wirst du ihn erreichen, die Verbindung wird stehen. Schlüssel des Versorgens, das heißt, ich will versorgt werden. Wie kann ich eine gute Versorgung erreichen, Abdul Haq? Die Brüder hinten, Behjet, Schlüssel des Versorgens. Das heißt, wir suchen die Versorgung. Wie kann ich die Versorgung bekommen? Was ist der Schlüssel dafür? Ohne Zweifel, ich muss suchen und bewerben und gehen, das sowieso. Aber plus dazu, wie nochmal? Genau, sehr schön. Das heißt, Istighfar. Und das ist der Schlüssel dafür. Das heißt, wenn du willst, dass deine Miete bezahlt wird, dann sollst du dich Allah wenden und ihm anflehen und von ihm um Vergebung deiner Sünden verlangen. So wird Allah dich versorgen. Schaut, habt ihr Essen heute Abend hier? Gibt es Essen? Seht ihr, versorgt. Hattest du vielleicht nicht berechnet, aber Allah hat schon für dich die Versorgung bereitgestellt. Weiter, Schlüssel des Stolz im positiven Sinne, nicht in Hochmut gemeint, sondern als Ehre und Stolz. Was ist der Schlüssel dazu? Wie kann man nicht erniedrigt werden? Am jüngsten Tag, Bruder, wie war dein Name? Meiner? Ja. Das heißt, am jüngsten Tag, du willst nicht erniedrigt werden von Gott. Weil es wird Menschen geben, sie werden erniedrigt am jüngsten Tag. Warum? Weil sie jetzt Allah versuchen zu erniedrigen, indem sie ihm nicht gehorcht haben. Das heißt, ich will am jüngsten Tag vor Gott nicht erniedrigt werden. Was ist der Schlüssel dafür, dass ich nicht erniedrigt werde? Was ist allgemeines Begriff? Lies. Gehorsam. Allgemein, wenn ich Gott gehorsam bin, dann werde ich auch mit Stolz und Ehre bleiben am jüngsten Tag. Ansonsten wird man entehrt. Das Höllenfeuer ist so schlimm, liebe Geschwister, dieser erste Augenblick, der verbrennt alles im Gesicht, dass nichts mehr bleibt, außer die Zähne und die Knochen. Wird alles schmelzen lassen. Dann kannst du nicht mehr lachen. Das ist ernst. Und da sollte man überlegen, warum man sich das erlaubt. Deswegen Allah sagt, ich bin der Schöpfer, ich habe die Spielregel aufgesetzt, ich habe dir alles bewiesen, dass ich existiere und dass die Rückkehr beginnt mit dem Tod zu mir, so musst du mir Gehorsamkeit bringen, damit du auch in Stolz und Ehre weiter existieren kannst, statt erniedrigt zu bleiben. Dann gibt es auch Schlüssel des Paradieses. Was ist der Schlüssel des Paradieses? Wie kann ich die Tür des Paradies eröffnen, Abdul Haq? La ilaha illallah. Yahya, was ist der Schlüssel des Paradieses? Erdal, was ist der Schlüssel des Paradieses? Isa, was ist der Schlüssel des Paradieses? Ibrahim. Das heißt, wenn jemand kommt mit einem anderen Passwort, das Passwort. Jetzt, dieses Handy hat ein Passwort. Wer kann dieses Passwort knacken? Verstehe, du musst das wissen, sonst schaffst du das aufzumachen. Und jetzt, du stehst vor der Paradiestor. Du brauchst Schlüssel dafür, sonst wird es nicht aufgehen. Enes, was ist der Miftahul Jannah? La ilaha illallah. Das heißt, wenn du sagst, Jesus, Mohammed, XY, wird nicht angenommen. Buddha nützt dir nicht, sondern du musst sagen, La ilaha illallah. Habt ihr verstanden? Das ist der Schlüssel. Jetzt kommen wir zu den bösen Dingen. Das heißt, was bei Allah böse ist. Was ist schlecht und böse? Schlüssel der Hölle. Auch Jahannam hat einen Schlüssel. Weil ihr müsst wissen, wenn jemand kommt am jüngsten Tag, der ist gläubig, der Gläubige wird so viel Licht haben, vergiss das nicht, der Gläubige wird so viel Licht haben, dass sein Licht wird stärker sein als das Höllenfeuerlicht. Deswegen, das Höllenfeuer kann dem Gläubigen nicht verbrennen. Der Höllenfeuer verbrennt wen? Verbrennt die Ungläubigen und die Undankbaren. Habt ihr verstanden? Aber jemand ist gläubig und er kommt in die Hölle, er kann nicht verbrannt werden. Wenn Allah über ihn beschlossen hat, der ist, dass er Paradiesbewohner ist und er wird in die Hölle reingehen können und das Feuer schadet ihm nicht. Warum? Weil Allah ihm ein Licht gegeben hat, dass es stärker ist als das Höllenfeuer selbst. Und jetzt, was ist der Schlüssel der Höllenfeuer? Wer weiß das? Barakallahu fik. Lauter?
Das heißt, Allah vergibt jede Sünde. Er sagt, ich vergebe jede Sünde, außer einen Sünden am jüngsten Tag. Das heißt, derjenige, der stirbt, mit der Sünde beigesellen. Was heißt beigesellen? Was heißt Schirk, Bruder Najih? Was ist beigesellen? Allah nimmt ihm etwas zum Beispiel. Sehr schön. Beigesellen bedeutet, Allahs Eigenschaften, Allahs Gottes Eigenschaften, jemandem anderen geben als Allah, jemandem anderen geben außer Allah und glauben, dass diese Person hat die gleichen Eigenschaften wie Allah. Wer kann Leben geben? Ich frage euch. Wer ist der Einzige, der Leben gibt? Wer gibt die Versorgung? Wer verwaltet dieses Universum? Allah. Wir Muslime sagen Allah. Allah ist derjenige, der Allmächtige ist. Wenn jemand sagt, mein Papa verwaltet dieses Universum auch, was hat er gemacht? Hat Allah beigesellt. Wenn er sagt, Prophet X verwaltet dieses Universum auch, er kann auch Leben geben. Was hat er gemacht? Er hat beigesellt. Deswegen wir Muslime, wir sagen, unser Herr ist Allah. Unser Herr ist der einzige Allah. Dazu werden wir gleich im Teil 2 kommen. Deswegen, wer beigesellt am jüngsten Tag, er hat kein Entkommen. Was heißt beigesellen? Er hat den Religion von Mohammed nicht angenommen. Jeder, der den Religion und die Lehren des Propheten Mohammed nicht angenommen hat, er hat Allah beigesellt. Sag mir, welche Religion du hast. Ich sage dir, wo du Allah beigesellt hast, dass du das wissen sollst. Dann Schlüssel der Sünden. Was öffnet die Sünden, meine Geschwister? Was ist Mutter der Sünden? Hadith ist das, Mutter der Sünden. Laut. Barakallahu fiik. Das heißt, Schlüssel der Sünden. Das heißt, Alkohol trinken führt zu weiteren Sünden und noch ein Glas Alkohol führt zu einer weiteren Sünde. Mutter der Sünden ist was, Bruder? Schlüssel der Sünden ist Alkohol. Schlüssel der Ehebruch, das heißt, jemand macht Ehebruch in Islam, ist Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe strengstens verboten. Wenn jemand macht Zina, was war der Grund, dass er Zina gemacht hat? Yahya. Wer macht am meisten Zina? Der viel Geld hat oder der wenig Geld hat? Das heißt Reichtum, musst du aufpassen. Reichtum führt zu was? Führt zu Zina. Deswegen muss man seinen Reichtum richtig achten. Die meisten, die gehen nach Thailand, sind das arme Leute oder reiche Leute? Die gehen, um zu sündigen, hat Geld Mittel. Das heißt, Reichtum ist der Schlüssel zu der Ehebruch und deswegen sollte man aufpassen. Dann Schlüssel der Heuchelei, Nifaq. Was ist der Schlüssel? Wann wird man jemand zu einem Heuchler? Lügen. Barakallahu. Das heißt, die Lüge ist die Schlüssel dafür. Deswegen bleibt fern von der Lüge. Eine andere Sache, Schlüssel der Enttäuschungen. Wann ist man enttäuscht? Durch wie kann man enttäuscht werden? Ich wünsche, ich möchte der Beste in der Klasse sein. Am Ende des Jahres, ich bin enttäuscht von den Schulergebnissen. Was war Grund, dass ich enttäuscht wurde? Ganz einfach. Faulheit. Faulheit ist der Grund und der Schlüssel, dass man am Ende enttäuscht wird. Hättest du fleißig gewesen und gearbeitet, am Ende du würdest niemals enttäuscht werden. Habt ihr verstanden? Das heißt, Faulheit ist der Grund gewesen. Schlüssel der Bösen, gehen wir weiter. Der Gierigkeit. Jemand ist gierig, habgierig, geizig. Was ist das? Wann ist jemand habgierig? Abdurrahman. Behjet. Anderes Wort, noch wichtiger, breiter. Ist richtig, Versorgungsängste heißt das. Das heißt, jemand, der Versorgungsängste hat, er ist bereit, seinen Besitz mit Gewalt, mit Lüge, mit Betrug zu schützen oder zu vermehren. Das heißt, dass ein habgieriger Mensch, warum ist das passiert? Weil er hat Versorgungsängste. Ein Muslim hat der Versorgungsängste. Warum? Weil er weiß, die Versorgung wird mir das kommen, was mir Gott geschrieben hat. Keiner kann das hindern. Wenn dieses Wasser mir geschrieben worden ist, ich werde das trinken, auch wenn die ganze Armee der Welt das verbieten würde. Und wenn Allah mir dieses Wasser verboten hat, der wird hier Jahre stehen und ich kann das nicht trinken. Das heißt, ich brauche keine
Versorgungsängste zu haben. Schlüssel der Erneuerung. Was ist Erneuerung? Das heißt, erfundene Dinge in der Religion zu tun. Al-Bid'ah. Wir sagen Al-Bid'ah. Was ist der Grund, dass die Menschen in Bid'ah hineingefallen sind? Noch detailliert, das ist zu allgemein, das Wort. Wann macht jemand eine Bid'ah? Hattet ihr nie mit einem Person Diskussion? Vielleicht Erleichterung, wenn man was leicht machen möchte oder so. Was heißt das? Ablehnung der Beweise. Jemand, wann fällt er in Bid'ah rein? Wenn er die Beweise ablehnt. Wann fällt jemand in Unglauben rein? Wenn er die Beweise, was logisch, klar und deutlich von Allah gekommen sind und wissenschaftlich sogar bestätigt worden ist, hat er was getan? Er hat das abgelehnt. Habt ihr verstanden? يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب إن ناصر المختار في تبليغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغيب طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب.